Der sechste Kreis der Magie. 40 Lernpunkte waren's. Und den haben wir jetzt einfach mal mitgenommen. Wir haben eine Robe bekommen. Wir haben eine Robe bekommen von Xardas. Robe der dunklen Künste. Wahnsinn. Und die hat auch ordentliche Werte noch dazu. Wir sind jetzt sozusagen der zweite Xardas. Toll. Toll. So, sei jetzt. Gegrüßt. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, Weg in den unterirdischen Tempel. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du... Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Bitte was? Was für Prophezeiungen? Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. So, hier dieses seltsame Schwert. Darum ging's mir jetzt vor allem. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Na, man sieht jetzt nichts. Sieht schön aus. Sieht wirklich schön aus, das Schwert. Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel? Ich glaube, den Namen haben wir schon mal irgendwo gelesen, tatsächlich. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Ja, tatsächlich nicht gut genug, ne? Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Wunderschön, wunderschön formuliert. Dafür brauchst du eine große magische Energie. Etwa die Menge an Energie, mit der man die Barriere sprengen kann. Wovon war im ganzen Spiel die Rede? Wunderschön. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Ach so, nein, wieso? Die Untoten im Tempel haben gewaltige Beulen in meinen Panzer gehauen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Welcher Panzer? Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Ei, aber wieso denn Beulen in den Panzer? Wir haben eine Robe getragen. Wir tragen jetzt auch eine Robe. Nach einer besseren Rüstung. Und ich glaube, diese Turmspitzen haben wir im See schon mal gesehen. Tatsächlich. Wir sind doch, glaube ich, sogar einmal durch den See geschwommen. Wir gucken mal nach magischem Wissen. Ich suche magisches Wissen. Was hat Xardas denn aktuell noch so auf Lager, außer natürlich die Sachen, die wir bei ihm verkauft haben? Runen offensichtlich jetzt nicht, so wie ich sehe. Nee, Runen hat er jetzt keine weiteren. Das ist schade, ich hätte gern Skelettbeschwören noch gehabt. Armee der Finsternis. Das ist alles sehr, sehr teuer. Wir könnten uns natürlich diverserlei Spruchrollen jetzt kaufen, aber warum?
Warum sollten wir das jetzt tun? Wir werden mal gucken. Sein alter Turm. Da hinten ist der Turm des alten Lagers. Der Turm ist irgendwo da hinten. Man sieht noch die Turmspitze. Das, was da so wie so eine Wurzel rausragt geradezu. Das ist die Turmspitze. Jetzt haben wir noch folgendes Problem. Wir müssen wieder runterkommen. Oh nein, ich hasse das. Das ist einer der einzigen Schwächen im ganzen Spiel. Wie kommen wir wieder von diesem Turm runter? Wir speichern nochmal ab, wir probieren es nochmal. Letztens hat es ja mal funktioniert, aber so nicht. Oh, doch. Wir haben es überlebt. Wir sind unten. Ja, da werden wir mal seinen alten Turm aufsuchen. Vielleicht finden wir auch ein paar Tränke, sehe ich gerade. Und in der Zeit guckt er sich diese Waffe an. Und versucht eine Formel zu finden. Wie wir die Energieübertragung schaffen können. Wir waren bis jetzt noch nicht einmal wieder im neuen Lager. Seit wir das Ulumulu haben, waren wir noch nicht einmal wieder im neuen Lager. Wir haben noch nicht mit Saturas über Xardas gesprochen. Wir sind auch nicht wieder dort aufgetaucht. Hier müssen wir lang zum See. Und aufgrund dessen, dass wir noch nicht wieder dort lang sind... Na gut, wir wollten ja auch nicht mit Saturas sprechen. Haben Sie ja gesehen, was passiert, wenn wir mit Saturas drüber sprechen? Das möchte unser namenloser Held ja nicht. Ja, natürlich, denn Saturas sagen, dass seine Idee nichts bringt. Der alte Turm, da ist er. Der sieht eigentlich hübsch aus, nur ein bisschen kaputt. Und sieht auch ein bisschen klein aus. Da hinten ist noch die Bergfeste. Da ist noch die Ruine. Ja, da guck mal einfach mal, was uns hier jetzt so erwartet. An Gegnern. Wenn überhaupt Gegner. Beziehungsweise was für Artefakte. Hier muss ja gleich die Truhe sein. Und in den Turm gelangen. Wir sind ja im Turm. Oh, der ist sehr klein. Hier ist Wasser. Okay, es sieht nach einer Tauchstelle aus. Wir sind, glaube ich, noch nicht so richtig getaucht, oder? Auf geht's. Oh Gott, hier geht's ja echt weit runter. In den Turm. Oh, verdammt. Da geht's irgendwo lang. Okay. Na, ja, da ist auch gleich... Wir sind anscheinend drin im Turm. Es ist hier irgendwie verdächtig ruhig. Irgendwas gefällt... Skelette. Ja, seine alten Diener. Als hätte man das nicht ahnen können, dass Xardas doch noch ein paar Diener hier gelassen hat. Wir werden mal gleich mal ausschalten. Wir werden mal gleich mal ein bisschen Ärger machen. So, na kommt mal her, Jungs. Von euch habe ich jetzt schon einige hier erledigt. Zumindest im Schläfertempel. Oh, da kommen, glaube ich, noch mehr. Au. Okay, Nummer 1. Was ist das denn? Au. Ein Zombie, der echt zuschlägt. Oh nein, wir laufen, glaube ich. Okay. Wir sollten uns vielleicht mal schnell ins Wasser verkrümeln. Da kommt er zumindest nicht mit. Wir können aber auch gerade nichts trinken oder so dergleichen. Können wir? Wir können nicht hier hoch. Okay. Ja, wow. Jetzt steht ein Zombie und wir sind fast tot. Finde ich jetzt nicht so geil. Wir können aber, glaube ich, von hier aus mal hier hinten. Nein, können wir auch nicht. Ah, doof gelaufen. Wir können es natürlich im Nahkampf versuchen. Na, komm her. Lass dich mal im Nahkampf töten. Okay, also ich muss mich im Nahkampf töten. Das finde ich sehr, sehr schade, dass ihr euch nicht im Nahkampf töten lasst. Oh Mann. Läuft er weg? Nee. Toll, was machen wir denn jetzt? Ich schlage vor, wir tauchen nochmal nach oben an die Oberfläche. Gezwungenermaßen in dem Falle. Damit wir uns heilen können.
Zombies. Hatten wir schon mal Zombies? Ja, wir hatten schon mal einen Zombie vor der Nase. Natürlich hatten wir schon mal einen Zombie vor der Nase. Im Stonehenge, als wir den ersten Fokus geholt haben, hatten wir einen Zombie vor der Nase. Tatsächlich. Das heißt also im Klartext, wir brauchen Untote vernichten. Na, den Zauber haben wir ja. Also wir können ja jetzt hier mal den noch mit einsetzen. Ja, ach so, da musst du jetzt in aller Ruhe trinken. Bei dem bisschen Heilung. Alles klar. Okay, also Untote vernichten. Die 5 scheint... Ach nee, die 5 war schon belegt. Okay, mit dem Zauber. Wir speichern uns nochmal ab. Ja, da tauchen wir nochmal unter, ne? Ah, das ist ja Wahnsinn. Hat Xardas hier noch in aller Ruhe seine Skelettdiener dagelassen und noch ein Zombie. Am Ende ist es vielleicht nicht nur ein Zombie. Aber wir haben ja Untote vernichten. So, Freundchen. Er ist abgedüst. Was völlig in Ordnung ist. Er soll mal bloß außer Reichweite gehen. Der hat auch von dem Feuerzauber nichts abgekriegt, oder? Da hinten sehe ich einen Skelettmagier. Den können wir gleich von hier aus mal erledigen. Bevor der uns irgendwelchen Ärger macht. So, wir haben jetzt Untote vernichten ausgerüstet. Ich würde bloß mal Mana auffüllen nochmal. Wo ist der Zombie? Wo ist der hin? Da steht er. Oh, sind sogar 2. Warte mal, ich höre von rechts auch noch was. Okay. Es waren 4 Zombies. Das ist natürlich heftig, dass sie sich im Nahkampf auch nicht bekämpfen lassen. Was macht man, wenn man Nahkämpfer ist? Da ist auch noch einer. Kommt auch an. Offensichtlich. Es sind sogar 2. Okay, also wir müssen jetzt Mana nachladen. Oh, wir müssen Mana nachladen. Wir laufen mal ein Stück weg. Jetzt haben wir ja den Platz. Und versuchen uns mal noch ein bisschen Mana wieder zu tanken. Oh Gott, wir haben von den 50er Tränken haben wir kaum mehr. Ey, sag mal, kommst du uns hinterher gerannt oder was? Und tschüss. Okay. Da hinten sind noch mehr Zombies. Sind hier irgendwelche Sachen schon versteckt? Ich meine, wir sind in Xardas seinem alten Turm. Es sind viele Zombies hier unten. Sehr viele. Da sind 4 und da sehe ich mindestens 3. Wir versuchen mal, die 4 hier erstmal zu holen. Dass wir die Chance haben. Okay, es sind mehr als 4. Es waren doch jetzt 5, oder? Aber sie sind weg. Nehmen wir die anderen jetzt auch gleich erstmal mit. Hier regnet es rein in den Turm. Toll. Wir sind doch unter Wasser. So, die nehmen wir jetzt erstmal mit hier. Wo haben wir den? Das war jetzt aber Glück. Ich habe das Ziel jetzt ein bisschen verfehlt, tatsächlich. Da ist noch einer. Okay, ich guck nochmal rüber. Und dann fangen wir an, uns mal zu bedienen. Scheint ja jetzt nichts weiter zu sein, zumindest auf der Seite. Mal gucken, was hier drüben ist. Haben wir hier noch Gegner? Na, hier sieht es jetzt gut aus. Okay. Da sehe ich schon Tränke. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Tränke können wir sehr gut gebrauchen. So, und Truhen. Wir haben noch Dietricher. Wir haben Schlösserknacken 1. Falls wir es brauchen, aber ich glaube, der Schlüssel hilft, ne? So, verwitterte Axt. Yay. Yeah. Grobes Schwert. 92 Erz, 9 Pfeil, 1 Feuerpfeil. Besonders magische oder seltene magische Artefakte. Ein paar Pfeile, 92 Erz. Yippie. Antike Erzrüstung. Oh. Diese uralte Rüstung wurde vollständig aus magischem E. Ja, wahrscheinlich Erz gefertigt.
Grobes Schwert, Erzbrocken, 9 Pfeile, Feuerpfeil. Teleport zu den Feuermagiern. Hier kommen gerade Ideen. Nein. Wir haben eine Rune für den Teleport zu den Feuermagiern gefunden. Wir können uns zu den Feuermagiern teleportieren, die alle tot sind, aber... Das alte Lager hat doch stunk gemacht, ne? Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir den Spieß mal umdrehen. Oh, 4 Heiltränke finde ich gut. Der Rest ist irgendwie so Standard hier drin. In den Truhen. Also, die Rüstung haben wir gefunden. Ich glaube, das ist die Rüstung, die wir finden sollten. Hier ist offensichtlich nichts weiter. Na, 4 Heiltränke, da immerhin. Und wir haben eine Rune. Teleport zu den Feuermagiern. Die hat Xardas ja extra versteckt. Na klar, er war ja mal Feuermagier. Bis er dann abgehauen ist. Und da können wir uns jetzt zu den Feuermagiern teleportieren. Die Rune, die wir eigentlich schon die ganze Zeit haben wollten, ins alte Lager. Die wir das ganze Spiel im Endeffekt schon haben wollten. Und jetzt von hier aus direkt ins alte Lager. Wow. Das ist doch mal echt eine Ansage, oder? Aber das machen wir dann tatsächlich ab der nächsten Folge. Dass wir uns einfach mal ganz dezent ins alte Lager teleportieren und dort mal ein bisschen Ärger machen, nachdem die mit uns ziemlich viel Ärger gemacht haben. Die Erzbarone werden sich freuen, wenn vor ihnen, ja, ein neuer Dämonenbeschwörer steht. Auf jeden Fall. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wem die Videos gefallen, freue ich mich immer natürlich sehr über ein Like. Über Abos freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und natürlich auch über Kommentare. Ich freue mich auf eure Spielvorschläge für den RPG-Slot. Nachdem wir mit Gothic 1 dann fertig sind. Natürlich freue ich mich auch generell über Spielvorschläge. Sowohl für N64, für Strategiespiele, für Ego-Shooter, die auch schon etwas älter sind. Und natürlich auch für weitere Sachen, die schon etwas älter sind. Ne? Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Gothic, wenn wir das alte Lager stürmen. Vielen Dank und ciao!